Ich bin so alt, so markante Gesichter merkt man sich leicht. Wäre ich jetzt 50 Jahre jünger, würde das schon anders aussehen. Aber lassen wir das. Das Thema ist klar. Es geht mal wieder oder noch immer oder wie auch immer um Masken. Aber es geht nicht nur um Masken. Es geht vor allem um Schutz. Schutz dagegen mit einem fiesen Virus, dem Corona, den wir alle mittlerweile kennen, Corona V19, angesteckt zu werden. Ja, ich gebe zu, ganz zu Anfang, als die ersten Meldungen aus China kamen, da habe ich auch noch gesagt, naja, wir haben schon so manche Grippe, Virengrippe irgendwie überstanden, ohne dass viel passiert ist. Ja, dabei ist da auch viel passiert, aber egal. Ich habe gedacht, naja, das sitze ich aus und fertig aus. Aber dann kamen die Einschläge nicht nur immer näher, auch die Informationen häuften sich. Wer lesen konnte, war voll im Vorteil. Der wusste, das ist nicht ganz ohne, das ist wirklich gefährlich. Naja, wie dem auch sei. Der da sieht das natürlich völlig anders. Sag mal, ey, stell dich doch nicht so an. Klar, so ganz ohne ist dieses Virus nicht. Sag mal, meine Güte, nehmen. No risk, no fun. Ich pass schon auf, ich wasche mir ja sogar die Hände. Habe ich übrigens vorher auch gemacht. Aber naja, das muss doch reichen, oder nicht? Du immer. Mit deinem Getue. Ich dusche nicht mit Zakrotan oder sowas ähnlichem. Absolut nicht. Aber die Hintipreise habe ich als erstes sehr, sehr ernst genommen. Gründlich die Hände waschen nach jedem Außenkontakt. Gründlich heißt 20 bis 30 Sekunden mindestens. Und auch nicht nur irgendwie mal eben so, sondern wirklich ganz ordentlich und auch die Handgelenke. Habe ich alles gelernt in der sogenannten Corona-Zeit. Es lohnt sich, mein lieber Freund. Naja, weil du es bist, mein zweites Ich. Irgendwie mag ich dich ja auch. Außerdem, manchmal denke ich fast, dass du ein bisschen schlauer bist als ich. Ja? Stimmt's? Irgendwie, wenn ich mir richtig überlege, hast du nicht ganz Unrecht. Hände waschen ordentlich. Lang genug, 30 Sekunden. Überall, Daumen nicht vergessen. Handgelenke. Naja, und wenn es denn sein muss, dann setze ich mir auch so einen Nasenpulli auf. Snutenpulli, sagen die. Snutenpulli. Snutenpulli, sagen die in Ostfriesland. Okay, alles wird gut.